Hallihallo, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Letztes Mal ist schon etwas länger her für mich. Dazu kommt gleich später mehr. Wir haben Kapitel 14 fertig gemacht, noch einige Sachen erledigt, uns die zweite Elementarmaterie abgeholt für die ganzen Sidequests, die wir gemacht haben. Und jetzt geht's los. Hope you're ready now. Yeah. No coming back, remember? Last chance to change your mind. Nope. Wenn ihr irgendwas noch unerlegt habt, speziell wenn ihr die Level 2 Limits holen wollt für alle Charaktere, wenn ihr noch irgendwelche Sidequests machen wollt, dann natürlich hier nicht hochklettern. Denn ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und wir sehen uns an, was es in Kapitel 15 alles zu sehen gibt. So. When this is over, you gonna go on being a merc? That's the plan. Reckon it suits you. Yeah, it does. Used to think you were a little shit with a big attitude and a bigger inferiority complex. Quite possibly the worst person I have ever met. But that was before I figured you out. All this, it ain't you. Deep down, you're a pretty nice guy. Natürlich. We didn't see it when we were kids, but... Don't know about any of that. But kindness is no use on the battlefield. If anything, it's a liability. Hey, no one's asking you to treat Shinra with kid gloves. Aerith's up there waiting for us. Then we better get a move on, huh? Ready? So, auf nach Kapitel 15. Sorry, dass es die Pause jetzt statt 2 Tagen ganze 4 Tage gedauert hat. Normalerweise produziere ich im Let's Play weit genug nach vorne, damit ich Sachen ausbessern kann. Und damit, wenn ich mal keine Zeit habe, also schon etwas veröffentlichen kann, ohne was produzieren zu müssen. In dem Fall war ich aber jetzt leider 6 Tage lang sehr stark verhindert. Kick some Shinra ass and save the planet. Goal 2, save the girl while kicking Mo Shinra ass and get out. Copy. Ja, eigentlich sogar fast 7 Tage. Und zwar hatte ich, habe ich mich mit Corona angesteckt. Und das hatte bei mir einen relativ milden Verlauf. No telling what's gonna collapse or when. Aber es war trotzdem so, dass ich keine Videos machen konnte. Mir geht es wieder besser. Ich bin zwar noch in Quarantäne zu Hause, aber ich habe keine wirklichen Symptome mehr. Das heißt, es sollte wieder alles gut sein. Das heißt, wir können wieder weitermachen. So, wir sind hier an dieser... Quasi, wir wandeln auf dem zerstörten... Also auf der Platte von Sektor 7, die quasi heruntergefallen ist. Man sieht hier oben das riesengroße Loch nochmal. Es raucht auch überall hier. Etwas, was mir hier wieder nochmal gefällt, ist, wir starten hier quasi zwar unten, unter Anführungszeichen, wir sind natürlich schon etwas raufgegangen mit den Seilwinden hier, aber wir sehen hier oben, da fängt die eigentliche Oberplatte an, dort müssen wir hin. Und im Zuge des Kapitels werden wir immer weiter nach oben kommen und der Blick auf alles rundherum wird sich auch immer wieder ändern. Das heißt, ich finde das... haben sie auch sehr gut hinbekommen und es wirkt sehr imposant und sehr akkurat. Hey, you guys might want to turn around. A friend of ours needs help. It's too dangerous. For you, maybe. Genau. Und wenn wir hier reingehen, gibt es hier nochmal eine Möglichkeit, quasi sich auszurasten und... Sorry. Und einzukaufen. Hier gibt es nämlich auch einen Automaten und eine Bank. Wir brauchen hier nichts. Was wir allerdings machen wollen, ist ganz kurz in die Materia schauen. Nicht vergessen, wir haben wieder Frost und Elementar sowohl bei Tifa als auch bei Cloud ausgerüstet. Barrett hat Wiederbeleben mit FP-Boost verbunden. Wir haben die, wie heißt sie? Auf Englisch heißt sie Magnify. Ich vergesse immer, wie sie auf Deutsch heißt. Amplifikation haben wir nirgends ausgerüstet. Ist jetzt nicht so wichtig. Es ist aber wahrscheinlich eine von den Materials, die wir bald verwenden wollen, weil sie einfach dann sehr stark ist, wenn der Flächenschaden oder der Flächenwirkungseffekt nur mehr um 25% abgemildert ist. Ansonsten versuchen wir jetzt natürlich alle
Materia so gut wie möglich zu leveln. Also alle grüne Materia. Das heißt, Zerstörung ist jetzt bei Cloud. Versiegelung wollen wir später auch vielleicht ausrüsten. Auch wenn wir es jetzt nicht mehr brauchen. Wir hatten es ja kurz gebraucht bei Akro noch. Zeit ist auch relativ wichtig. Speziell damit wir irgendeinen Stopp bekommen. Deswegen habe ich auch jetzt noch nicht Versiegelung drin. Toxin wird auch wichtig, aber wir werden das wahrscheinlich dann mit FP-Boost versuchen oder später dann erst ausrüsten. Das wird die einzige Material sein, die stark hinten nach ist, weil wir sie eigentlich gegen in Kämpfen an sich nie wirklich brauchen. Ansonsten ist die Ausrüstung oder das Material Setup ziemlich ähnlich wie immer. Also Barrett und Tifa haben ihre Kampfmaterials, die uns Bonus-ATP bescheren. Und ja, der Rest ist quasi Freeform, würde ich sagen. Hier haben wir schon die ersten Gegner. Bio-Kletten. Wollen wir gleich mal analysieren. ATP aufbauen. Windelementar-Attacken füllen ihre Schockgeister. Die Typen können sich, sind quasi Vagits, nur weiterentwickelt. Und haben Flugsteine eingepflanzt. Ich weiß nicht, was Flugsteine sind, aber zumindest können sie deswegen fliegen. Und also sie sind relativ einfach zu besiegen, indem man einfach mit normalen Angriffen sie angreift. Beziehungsweise Elementar und Eis hilft natürlich extrem hier, weil sie anfällig gegen Eis sind. Wir versuchen mit Barrett hier gleich mal wieder das, was wir machen, das übliche, was wir machen wollen. Nämlich Avalanche Creeder und stehen an der Villa. Wenn wir damit fertig sind, ich muss kurz meine Kopfhörer etwas leiser drehen, sonst ist es zu laut hier. Ja. Leider trifft Tifa, wenn sie die ersten paar Schüsse nicht, die ersten paar Treffer nicht wirklich hinbekommt. Dann trifft Tifa quasi alle anderen Treffer auch nicht. Und das ist sehr mühsam. Oh, er hat nur Gebet und nicht Chakra. Das wollen wir noch umstellen nachher. Habe ich vergessen. Machen wir mal Gebet hier. Ja, Schwertsturm. Tifa macht auf Hochtouren. Treffen wir vielleicht mehr als in einen. Suchen noch. Genau. Erstens werden wir hier mal kurz durchheilen. Und dann geben wir natürlich das Gebet wieder Tifa und Chakra auf Barrett. Und zwar das bessere Chakra. Wir haben nämlich zwei Chakras. Und eins ist ganz klein. Das haben wir erst neu mitgenommen. Ich überlege gerade, ob wir das vielleicht nicht sogar austauschen werden. Das größere Chakra bekommt hier jetzt mal Barrett. Und das Gebet geben wir auf Tifa. Und ich glaube, bei Cloud werden wir jetzt das machen, was ich vorher gesagt habe. Wir werden uns gleich mal auf Versiegelung stützen hier. Damit wir auch schön lernen können. So. Und zwar, wenn ich hier kurz immer wieder ansetze, um einen Tee zu trinken. Ich bin noch nicht ganz am Darm. Aber mit Tee ist es eigentlich kein Problem mehr. So. Hier oben gibt es auch nicht viel zu beachten, glaube ich. Moment, kurz. Ich schaue noch kurz. Ja. Alles gut. Ja, hier oben gibt es auch nicht viel zu beachten. Es gibt nur einige Schienerkisten. Wenn wir etwas Mana zurückholen können. Und dann hinten gibt es noch eine weitere Kiste, eine normale. Aber zuerst Bierkletten. Bei den Biokletten ist es merkwürdig, also bei Fliegengegnern generell ist es etwas merkwürdig, dass es manchmal in manchen quasi Arealen besser ist, wenn man das Fixieren auf das Ziel im Kampf aufhebt, also nicht macht in dem Fall, weil die Kamera sonst dann relativ verrückt spielt, man hat es vorher gesehen. Das heißt, in solchen Fällen ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man die Fixierung aufhebt. Bevor wir diese Leiter hier raufklettern, wollen wir noch ganz kurz bei Barrett Feindes können ausrüsten statt behandeln. Irgendwas, wo wir keine nicht so extrem dringend Kampf brauchen. Weil im nächsten Kampf können wir die dritte von vier Feindes können lernen. Und in dem Kampf ist es auch relativ einfach, sie zu lernen, sagen wir so. Da oben finden wir nämlich zwei normale Schimmer. Ich glaube, die haben wir schon analysiert und die können auch, wenn wir runterscrollen, sind Feindestechniken, also Feindtechniken erlernbar. Und zwar können wir von denen die Eisaura lernen.
machen wir natürlich am besten mit Barrett. Genau, bei Cloud brauchen wir jetzt noch nichts machen eigentlich. Wir gehen gleich auf Barrett. Wir versuchen hier so schnell wie möglich ATB aufzubauen, so wie immer. Um zuerst mal unseren Verteidigungskomplex quasi aufzubauen. Und dann. Wir versuchen uns natürlich immer auf einen Schimmer zu fokussieren, damit wir so schnell wie möglich mit dem Kampf fertig werden, obwohl wir eigentlich eine Blindness-Technik lernen wollen hier. So, und jetzt wollen wir gleich mal Chaka machen. Zauber müssten sie es auch irgendwann, sonst kann ich es nicht lernen. Das ist der Falsche. Oh, Mogelmetall. Da ist die Eisauer. Genau, dann wollen wir einfach nur zu den Typen hingehen und genau, dann haben wir es automatisch erlernt, sobald wir das erste Mal Schaden nehmen davon. Das heißt, jetzt können wir uns darauf fokussieren, hier Schaden zu machen. Ich will gleich mal maximale Wut auf den machen. Und mit Cloud dann versuchen ihn anzugreifen. Oh, ist das der Richtige? Nein? Ah, jetzt ist er aber gleich weg. Ja, der erste ist weg. Das heißt, wir tun wieder auf Barrett rum, weil der ist weiter weg und den können wir jetzt nicht so einfach erreichen hier, oder? Ups, ich wollte eigentlich Chaka machen. Wir sehen, wir haben jetzt drei von, also ganz kurz herzeigen, hier unten haben wir Eisaura, Selbstzerstörung und Geistessog. Geistessog haben wir quasi in Kapitel 13 gelernt, am Friedhof, mit dem Quest mit den Kindern, wo wir auch Zeit bekommen haben. Selbstzerstörung haben wir gelernt von einem von den vielen selbstzerstörenden Robotern. Und Eisaura hier eben von den, wie heißen sie? Die Schimmer. Es gibt nur noch einen, ein Feindeskönnen, das wir lernen könnten, theoretisch. Und das ist aber, das können wir gar nicht lernen, bevor wir nicht in Kapitel 14 sind. Ah, Kapitel 17 sind. Können wir irgendwie, habe ich Hast? Wir könnten Hast verwenden, aber das ist jetzt nicht ziemlich wichtig, glaube ich. Ja. Wir müssen halt immer warten, bis er, wenn wir mit Tifa oder Cloud arbeiten wollen, müssen wir immer warten, bis er wieder da ist. Dann wollen wir durchheilen hier. Ist vielleicht auch keine gute Idee, wenn nur Barrett hier heilen kann, weil er hat nicht allzu viel Mana. Wir wollen auf jeden Fall die Feindes können wieder wegnehmen von Barrett und was hatten wir hier drinnen hier? Eins von den der Barriereversiegelung zerstören? Nein, eins von dem nicht. Ha, behandeln hat wir drinnen, genau. Wollen wir auch leveln. Und somit sind wir bis jetzt quasi so weit fertig, dass wir alle Feindes können haben, die wir bis jetzt haben können. Da kann man auch schon zufrieden sein damit. Und ich bin auch der Meinung, dass man das letzte Feindes können. Ich bin mir relativ sicher, dass man das letzte Feindes können noch gar nicht lernen kann. Bevor man nicht das Spiel auf normal durchgespielt hat. Weil es kann sein, dass der Gegner, von dem man das lernt, nur im Hard-Modus, also im schweren Schwierigkeitsgrad auftaucht. Sorry für das viele Gequatsche hier. Was die hier sagen, ist nicht wirklich wichtig. Just remember, we can't come back down. Are you ready? Die wichtigen Sachen ignorieren sie leider und die muss ich euch erzählen. Das erste, dieses umgestürzte Hochhaus hier, oder dieses Hochhaus, das ist unser Ziel, da wollen wir ganz nach oben und dann über diesen Kran hier nach oben irgendwie. Ich finde übrigens wahnsinnig gut, wie das Hintergrundgemälde in das eigentliche Level übergeht, ohne dass man da wirklich einen Schnitt sieht. Also ich sehe ihn, glaube ich zumindest, aber
als jemand, der sich, der es nicht genau erkennt, ist es wirklich schwierig zu sehen. Hier in dem Kapitel wird die Seilpistole sehr oft gebraucht. Das heißt, jedes Mal, wenn wir unten am Boden hier solche Seile sehen, sollten wir irgendwie nach oben schauen, uns auf die Seile draufstellen und dann suchen, wo die anderen Seile herunterhängen. Dann können wir uns quasi hier hoch katapultieren. Und es funktioniert quasi immer nach dem gleichen Schema. Too easy. This keeps up, I'm gonna get bored. Oh oh. We can take him. We need to stay on mission. I know. Saving Aerith is our top priority. Und bevor wir hier jetzt weitergehen, wollen wir zuerst mal unsere Frost gegen Glut austauschen. Um die nächsten paar Gegner ordentlich bekämpfen zu können. Wir sehen sie gleich hier nämlich. Kommen wir in Bekanntschaft mit neuen Gegnern, und zwar Rang 3 Soldat B und Soldat A. Die haben wir noch nicht analysiert, das heißt, das sollen wir gleich machen. Und physische Treffer und das Blocken seiner Angriffe führen auf Dauer dazu, dass er leichter einzuschüchtern ist. Die haben leider so wenig KP, dass das meistens nicht der Fall sein wird, dass wir sie irgendwie in den Schockzustand versetzen, deswegen, weil wir ihnen ihren Angriffen ausgewichen sind oder so. Natürlich ist es wirksam gegen die, weil sie ganz normale Truppen sind, Feuer, das heißt, wir haben Feuerelementar ausgerüstet. Sollte ganz gut sein. Machen wir hier einen Schwertsturm. Machen bei Tifa zweimal in Fesseln. Barret. Greifen wir ganz normal an. Au! Wieder. Schwertsturm. Tifa ist gegen die ganz gut, weil sie so schnell ist mit ihrem, speziell wenn man Ukanagashi verwendet, kann sie den Angriffen der, ja ist gut, gleich, kann sie den Angriffen der Rang 3 Soldaten sehr gut ausweichen. Hunter 2-2! Respond, dammit! This is Hunter 2-2. Just had to put down a few monsters. Over. Roger. Frickin' avalanche making us put in OT. Probably cowering in the dark somewhere. If you find the shitheads, make them suffer. 2-3 out. Listen up! We ain't running and we ain't hiding! Y'all don't know the meaning of suffering, but you will. Call was over. Ganz schöner Hitzkopf, dieser Barret. So, wir sehen jetzt auch hier immer wieder diesen riesengroßen Helikopter. Dem Typen werden wir später nochmal begegnen. Deswegen können wir uns gleich mal genauer anschauen, wie er aussieht. Aber vorerst müssen wir uns mit den kleineren Truppen begnügen. Wir lassen weiterhin Feuer und Elementar ausgerüstet, weil... Warum wir unsere Grappling-Guns, um da hoch zu kommen? Jump über all this shit! Not much choice. Ja, also da unten schaut's. Oh. Ah, da können wir vielleicht ausweichen, den Typen hier. wie gesagt, also wir lassen weiter Feuer ausgerüstet, weil die Gegner hier in der Regel jetzt gegen Feuer anfällig sind.
Oder wir werfen ihn nicht aus. So, wir wollen kurz mal schauen, wie die alle analysiert haben. In dem Fall der Wachhund, ganz klar. Elitegardist und Elitegardist B, die haben wir alle analysiert. Das heißt, wir können gleich mal mit einem Schwertsturm anfangen. Machen wir einen Wachhund. Versuchen den Wachhund gleich mal gut einzukesseln. Der Wachhund macht irgendwie mehr blöde Dinger als die anderen. Hier einmal ein Credo, steht an der Villa. Machen wir nochmal Schwertsturm und Tiefer macht hier zweimal mit Fesseln, so wie immer. Wo ist der? Da ist er. Ah, der. Ich will natürlich den Luftkommandant irgendwie dazu bekommen, dass er Barrett angreift, damit ich seinen Propellerangriff blocken kann. Können mit Cloud mal einen Schwertsturm machen. Auf den hier. Ja, oder ich versammle das auch wieder so wie jedes Mal. Dann warten wir einfach, bis wir ihn geschockt haben und dann wechseln wir auf Tiefer. Machen einen Hakentritt. Machen nochmal hier Chakra, weil ich weiß, der Kampf ist noch nicht vorbei dann. Wir laufen nämlich hier weiter. Und sehen schon die nächsten Gegner hier. Machen wir mal auf Hoch und auf die hier. Ich will nur schauen, ob ich die Grenadiere analysiert habe, weil letztes Mal bei meinem letzten Testrun habe ich das nicht gemacht. In dem Fall dürften wir sie offenbar analysiert haben in Kapitel 11 oder so. Das heißt, wir brauchen sie nicht mehr analysieren. Wir wollen auch gleich hin und wollen vielleicht versuchen, ein auf Hochturnier anzubringen, weil das sehr gut sein könnte. Wenn es trifft, ja, sehr gut. Ja, nimm einen Heiltrank, aber das macht nicht wirklich viel Unterschied. Chakra. Vita auf Cloud. So, hier kommt noch der zum letzten Gegner hier, oder zur letzten Gegnergruppe. Wenn wir weitermachen, und zwar so, Schwertsturm. Den hier. Ja, da ist dieser Heli, der Luftkommandant, irgendwie wahnsinnig schwer zu treffen, immer auch mit Tifa, obwohl sie wahrscheinlich der Charakter ist, mit dem es am einfachsten geht. Ich wollte nicht mit Cloud einen Schwertsturm machen. Und zwar, hier können wir natürlich auch schauen, ob wir den Luftkommandanten analysiert haben. Das haben wir noch gar nicht. Oh! Das wollen wir jetzt gleich mal machen. Tifa wird eine auf Hochtun machen. Und zwar auf den hier am besten. Dann machen wir hier maximale Wut. Das ist auch gut. Das heißt, wir haben jetzt alles ordentlich analysiert. Und wenn wir jetzt mal kurz mal einige Tränke einwerfen hier. Normale Heiltränke dauern schon viel zu lange, deswegen verwende ich quasi ausschließlich nur mehr Supertränke. Während Barrett sich hier noch einen beschäftigt mit den Supertränken, laufen wir weiter. Vorne gibt es auch eine. Oh, ich hätte die Tränke gar nicht verwenden müssen. Bloß, das gibt einen Grund. Hier gibt es einen Automaten. Da können wir Sachen verkaufen. Und zwar erstens mal einen weiteren Teil des Soundtracks. Nämlich Track 5, Lurking in the Dark. Und dann verbilligte Megatränke, Ether und Phoenixfedern, so wie jedes Mal. Dann wollen wir auf jeden Fall die Bank verwenden. Auch wenn wir jetzt vorgeheilt haben, weil. Wir geben uns einen lustigen Kampf, den ich erst sehr spät bei den Runs entdeckt habe. Und zwar, wenn man hier nicht dorthin geht, wo man hingehen sollte, nämlich die Treppe rauf, sondern hier um die Ecke schaut, findet man zwei Rang-A-Soldaten.
Das heißt, die werden wir gleich mal einen Schwertsturm begrüßen. Und dann einen Feuersturm. Dann kommt es da oben nämlich gleich dazu, dass wir... Da kommt nämlich ein Helitopter mit. Ja. Die machen halt schon ganz schön gut Schaden, würde ich sagen. Okay, langsam wird's mühsam hier. Schwertsturm auf die beiden natürlich. Tiefer macht durch ihre Schlagringe auf Truppen so viel Schaden, speziell wenn sie. Speziell wenn sie Elementar und Feuer ausgerüstet hat, dass es eigentlich keinen Sinn macht, sie nicht zu verwenden. Und als Belohnung für unsere Mühe gibt es da hinten eine Kiste. Da sind 2000, 3000 Gil drinnen. Also ist die paar Minuten oder die 2 Minuten Aufwand hier lohnen sich meiner Meinung nach schon extrem. Genau. Jetzt gehen wir weiter. Dann kommen wir hier in dieses große Hochhaus hinein, das wir vorher von außen gesehen haben. Und müssen es da quasi Stock für Stock hochkämpfen. Wie ich schon erwähnt habe, es gibt immer wieder solche Seile, die am Boden liegen. Da einfach draufstellen und dann kommt der Kreis und der zeigt eh schon hin, dort wo wir hinschauen müssen. Das heißt, sollte nicht allzu schwierig sein. Jetzt wollen wir unsere Materie wieder ändern auf Gewitter. Bei Tiefer und bei... Ups. Bei Cloud. Es gibt hier neue Gegner. Nicht nur können wir die analysieren. Ich möchte die... die Elektroschock-Drohne haben wir noch nicht analysiert, deswegen machen wir die mal. Ich schau gleich mal rein. Wie gesagt, ist natürlich Blitz, ist egal, physische Attacken füllen die Schockleiste dieser Drohne schnell auf. Wenn du sie im Flugmodus eine bestimmte Menge Schaden zufügst, stürzt sie ab. Also es ist nicht wirklich wichtig, was da steht. Also machen wir das mal. Fesselung, ATP-Boost, Fesselung. Feuersturm. Es ist jetzt so, dass es meistens, also dass es manchmal Kämpfe gibt, wo es sich nicht wirklich auszahlt, hier extrem Acht zu geben darauf, dass man seine Verteidigung ordentlich aufbaut. Ich werde das heißt manchmal quasi dann nicht verwenden, also speziell steht an der Wille und Avalanche Credo und auch Tiefer sind Fesseln, sind jetzt nicht immer wirklich extrem notwendig. Was natürlich immer hilft, ist, wenn man Tiefer kontrolliert und versucht am Anfang des Kampfes gleich reinzustürmen und einen Ausweich- und Rundumschlag zu machen, weil der natürlich mehrere Gegner trifft und wenn sie viel Schaden macht, dann macht sie damit halt viel Schaden, also auf mehrere Gegner gleichzeitig. Super Trank. Und jetzt müssen wir glaube ich aufpassen, genau, jetzt müssen wir nämlich nicht hier die Treppen rauf, wo wir eigentlich hingehen müssen, sondern da liegen nämlich Seile herum. Da können wir uns auch wieder nach oben katapultieren. Und von hier geht es nämlich dann an die Außenwand des Wolkenkratzers. Und da sehen wir auch schon unten dort, wo wir vorher waren. Also dieser Spiraltunnel, das ist der, durch den wir gegangen sind vorher. Das meine ich damit, dass die Areale wirklich sehr gut aussehen. Und mir sehr viel geben von der ganzen Größe von dem Ganzen. Gibt es einen magischen Ring? Wir schauen ihn gleich an, aber wir wollen uns zuerst mal zurück rauf katapultieren. Da kommen wir nämlich dorthin zurück, wo wir schon waren. Es kann sein, dass ihr dadurch hier... Oh, ich muss natürlich die Treppen aufgehen. Dass ihr dadurch hier nochmal gegen die Roboter oder gegen die Drohnen kämpfen könnt. Aber wenn ihr schnell genug seid, dann ist das normalerweise nicht der Fall. Also. Hier gibt es auch keinen Kampf mehr. Wir sind an der
quasi an einem oberen Stockwerk angekommen. Schauen wir uns noch mal kurz den magischen Ring an. Also, verlängert die Effekte auch von positiven Zustandsveränderungen, die auf den eigenen Charakter gewirkt werden. Das heißt, so Sachen wie Hast, Barriere, Regener, die ganzen guten Sachen werden stärker mit dem. Dadurch, dass es für das auch Waffenfähigkeiten gibt, ist es eins von den Accessoires, die ich quasi nie verwende. Deswegen, wir werden es nie sehen. Wenn ihr es verwenden wollt, natürlich gerne, aber in dem Fall brauchen wir es nicht. Das sind neue Gegner. Granatwerfer, den haben wir auch noch nicht analysiert. Das heißt, machen wir gleich. Während Barrett sich hier mal Feuersturm bemüht und dann schauen wir, die Schockleiste wird jedes Mal gefüllt, wenn eine bestimmte Schadensmenge zugefügt wird. Und es steht da nicht hier, aber sobald er in den Schockzustand geht, wirkt er ein Abwehrfeld oder ein Abstoßfeld. Das heißt, man kann mit Nahkampfangriffen ihn nicht mehr wirklich ordentlich angreifen. Das heißt, der Trick, den ich habe, ist, dass wir zuerst versuchen, mit Tiefer und Cloud hier so gut wie möglich Schaden zu machen, indem wir hier gleich mal einen Hakentritt machen. Ups. Dann versuchen wir, dann sofort auf Barrett wechseln. Dann wollen wir die zweite Attribute-Leiste voll machen. Maximale Wut. Damit wir noch von dem Schockzustand profitieren. Dann wollen wir, sobald wir die. Genau, sobald wir das Ziel. Den Ziel ist auf uns drauf haben, wollen wir natürlich verteidigen. Oh! Das ist mir noch gar nicht passiert. Ich bin unabsichtlich geflohen, weil er mich so schnell so weit zurückgedrängt hat. Das Gute an diesem Abwehrfeld ist, dass es nur eine Zeit lang wirkt. Genau. Das heißt, die Idee ist am Anfang ein bisschen ATB mit Barrett aufbauen mit einem Feuerstoß. Feuersturm, Entschuldigung. Dann Cloud und Tiefer zu verwenden, um ihn in den Schockzustand zu bringen. Und dann erst im Schockzustand auf Barrett zu wechseln. Um dann dort mit maximaler Wut oder gegebenenfalls einem zweiten Feuersturm dafür zu sorgen, dass er auch schnell genug aufgibt. Wie wir gesehen haben, diese Artilleriegeschütze, oder wie sie hießen, haben eben diesen dauerhaften Beschuss als Fähigkeit. Da sollte man schon darauf achten, dass man den blockt, weil der kann schon relativ viel Schaden anrichten. Und vergessen, diese Kiste, die habe ich auch lange nicht gefunden. Die ist nämlich, liegt nämlich etwas abseits, weil wenn man den eigentlichen Weg folgt, geht es nämlich hier hinten vorbei. Das dürfte ein Kran sein, ein riesengroßer, glaube ich. Und das dürfte das Kranhaus sein. Dann gibt es hier eine Leiter auf das Dach vom Kranhaus und deswegen habe ich die andere Kiste nämlich vorher immer vergessen. Weil sie quasi in der anderen Richtung steht. Ihr braucht hier nicht unbedingt mehr die Schienerkisten zu zerschlagen jedes Mal. Wir haben alles, was wir im Mogi-Shop kaufen wollen, haben wir gekauft. Die zusätzlichen Mogi-Medaillen werden wir nicht mehr verwenden, bevor wir das Spiel nicht beenden. Das heißt, es zahlt sich nicht wirklich aus. Noch im schweren Modus sind sie nicht wirklich extrem wichtig. So, wir sind jetzt hier ganz oben hier. Wir sehen auch noch runter hier. Ups, nein, danke. Später sehen wir noch besser runter. Allerdings haben wir noch etwas vor uns hier oben. Welche Gegner wir noch finden, ob wir noch einige Schätze finden können und was uns vielleicht in Kapitel 16 erwartet, das und vielleicht anderes sehen wir dann nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy VII Remake. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß